Jetzt? Nein. Moin, ich bin Anniko. Die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Und das ist mein Bretterporträt. Anniko kommt aus dem Ungarischen, ist ein ungarischer Vorname. Ist der gleiche Wortstamm wie Anna. Mit 18 bin ich dann zum Studium erst nach Magdeburg und dann nach Braunschweig. Habe in Braunschweig Kunstwissenschaft studiert und bin jetzt seit 15 Jahren Braunschweigerin. Jetzt kommen wir gleich, wenn wir hier lang laufen, zu etwas, was mir besonders wichtig ist mit meinem Lebenslauf. Und zwar ist das dieser Übergang, der geschaffen wurde, von Ost nach West. Sehr stark verbunden mit meiner Biografie. Ich bin selber 1982 geboren, bin noch in der DDR zur Schule eingeschult worden, 1988. Und deswegen ist das eines der beeindruckendsten Dinge, die ich hier eigentlich jeden Tag erleben darf, wenn ich hier durchgehe und sehen kann, wie sich Wiedervereinigung nicht nur zwischen den Menschen macht, sondern auch baulich dargestellt wird. Das Besondere an diesen Mauerteilen oder dieser Arbeit, die erstreckt sich von hier durch das ganze Gebäude. Sie geht wie ein Bruch einmal hier durch. Und das Bedeutsame an der Arbeit ist auch, dass man auf jedem einzelnen Teil der Mauer die Jahreszahlen sieht und darunter die Anzahl der Mauertoten. Was für mich herausragend ist, ist, dass wir als Abgeordnete hier auch durch die Kunst, die wir hier haben und die uns umgibt, auch immer erinnert werden daran, was wir hier eigentlich, wessen Teil wir hier sind und welches Privileg es ist, hier zu sein. Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt? Niedersachsen. Hannover 96 oder VfL Wolfsburg? Ich drehe mich wieder um. Falsche Frage. Meine Lieblingsserie? Ich gehe ins Kino. Wenn ich selbst eine Serie drehen müsste, dann über? Mich. In dieses Museum muss jeder mal gehen. Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig. Dieses Buch muss jeder mal gelesen haben. Homo Faber von Max Frisch. Du kannst einen Künstler oder eine Künstlerin für immer aus dem Radio verbannen. Wen? Aber. So, genau. Spice Girls und dann Tell me what you want, what you really, really want. Und das ist eigentlich auch das, worum es geht. Ne? Zuhören, alles aufnehmen und das Ohr ganz nah dran haben. Und deswegen finde ich das ist wirklich so ein spielerisches, künstlerisches Annähern an das, was wir hier machen. Hier tagt immer Mittwoch nachmittags mein wunderbarer Ausschuss für Kultur und Medien. Das war mein Wunschausschuss, den habe ich gekriegt und dann auch noch mit der Sprecherfunktion, dass ich dann auch wirklich zentral für Kultur sprechen darf. Und wir gerade auch durch die Pandemie gemerkt haben, was alles fehlt, wenn wir keine Kultur haben. Und auch das für mich der Antreiber war, um überhaupt hier zu sein, zu sagen, die Kunst und Kultur zu stärken, die Kreativwirtschaft zu stärken, der ein Gesicht zu geben, gerade auch aus meiner Region, mit der zweitgrößten Kunsthochschule Deutschlands, an der ich auch studiert habe. Und deswegen bin ich mehrfach super happy, hier sein zu dürfen. Ja, also wir können ganz wunderbar darauf hinweisen, dass ich meine eigene kleine Videoserie habe. Ich beschreibe Kunst am Bau hier im Bundestag, weil 1 oder 2% der Bausumme der öffentlichen Bauten immer in Kunst fließt. Und so hat der Bundestag oder generell wir hier im Regierungsviertel sehr viel Kunst. Und für mich das Signal, dass ich jetzt loslaufen muss zur Abstimmung. So, ich muss jetzt abstimmen, deswegen sage ich Tschüss.